Ladies and Gentlemen, willkommen zu... Oh, jetzt kommt's. Dem nächsten Update von Conan. Ja, das sind quasi, ja, man könnte sagen News Let's Play. Ich zeige euch heute das Wichtigste der kommenden Zeiten. Denn das Zeitalter der Magie endet und das Zeitalter des Krieges bricht an. Oh yeah! Endlich mal was Gescheites. Im kommenden Zeitalter des Krieges lernen wir mehr über die stygische Invasion des Landes der Verbannten. In diesem Video werdet ihr auf jeden Fall einige Änderungen von einigen davon im Hintergrund zu sehen, vorgestellt bekommen und ihr erfahrt ein bisschen was über die kommende Geschichte. Ob ich das Ganze jetzt in Kapitel aufteile, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bleibt doch bitte bis zum Ende dran, denn ich werde versuchen, nicht ein Let's Play groß daraus zu machen, sondern bam, 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 euch eins raushauen nach dem anderen und glaubt mir, es gibt Änderungen. Einige Änderungen davon können das Spiel für euch wahrscheinlich komplett kaputt machen. Kein Scherz. Und andere Änderungen könnten es wieder ganz cool machen. Ein paar der Änderungen möchte ich euch mal direkt vorstellen. Fangen wir mit dem allerersten an. Ihr seht, ich habe Ressourcen finden an. Ist ja erstmal nichts Besonderes. Das ist der Zauber, den ihr auslösen könnt, wenn ihr euren Stab beschwört. Danach den Schleier der zwischen Raum und Zeit lüftet und dann das hier macht. Bums. Allerdings, jetzt seht ihr, was da steht. Laufenden Effekt entfernen. Und ja, es ist tatsächlich passiert. Ein Quality of Life Update. Ich möchte euch mal zeigen, was ich meine. Wir gehen jetzt mal auf Geschwindigkeit 10, zehnfache Geschwindigkeit. Und ihr seht schon Folgendes. Exakt nichts. Der Effekt hört nicht mehr auf. Jawohl, ihr aktiviert jetzt ein einziges Mal seltene Ressourcen finden. Und bis ihr es deaktiviert oder sterbt oder gestorben werdet im PvP, bleibt dieser Effekt aktiv. Das ist natürlich eine Bombennachricht für allejenigen, die Blutkristallviecher suchen. Jetzt könnt ihr das ohne Mühe tun. Ihr seht, es bleibt einfach aktiv. Und das hier ist zehnfache Geschwindigkeit. Es wäre schon 200.000 Mal weg bis jetzt. Gehen wir wieder normal. Zack. So, wenn ihr den Effekt entfernen wollt, wie gesagt, ihr könnt sterben. Das wollen wir allerdings nicht. Oder ihr geht einfach ganz normal auf den neuen Effekt und könnt diesen dann dementsprechend deaktivieren. Wow. Yes. Eine weitere Änderung habt ihr schon gesehen. Einmal im Inventar und einmal hier. Es gibt Clan-Emblems. Ja, ich dachte jetzt, ich stelle den vor. Nein. Es gibt Clan-Emblems. Yeah, wir können unser eigenes Clan-Emblem machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viele davon, weil die hier sind gesperrt. Bin mir gerade nicht sicher, weil das hier ist der Test-Live-Server. Ihr seht, einiges ist für mich gesperrt. Ob es jetzt im Battle Pass diese Dinger gibt, wie hier, oder ob ich die absichtlich irgendwo kaufen muss auf dem Bazar, ich weiß es nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Fakt ist, ihr seht, man kann sie freischalten. Ich persönlich hätte gerne ein anderes gehabt, aber mir blieb nur das Pferd. Immerhin ist das mein, ich glaube, indianisches, chinesisches, whatever, Sternzeichen. Well, und das fand ich ganz schick. Das heißt, ihr könnt euer Clan-Emblem-Tisch bauen, wenn ihr einen Clan habt. Das müsst ihr übrigens auch im Singleplayer machen. Das heißt, ihr geht einfach hier oben auf Clan, gebt hier oben einen Namen ein und drückt einfach Enter und Padabooms! Oh, so. Habt ihr einen Clan? Ich bin übrigens ganz alleine in meinem Clan. Wer Lust hat, nicht bewerben. Es gibt keine Ränge, denn das hier ist einfach nur der Test-Live-Server. Aber hey, Hauptsache, ihr habt es mal gesehen. So, was hat sich noch geändert? Einige der Änderungen seht ihr hier. Vielleicht fällt ihr ja schon dem einen oder anderen was auf. Darauf gehe ich aber gleich erst ein. Es gibt nämlich noch mehr zu tun. Und zwar dieser junge Mann? Dieser junge Mann, vielleicht auch manchmal eine Frau, wurde eingefügt. Es ist übrigens die Schatzschatulle. Ja, dieser Mann ist eine Schatzschatulle. Euer Clan kann nämlich jetzt raiden. Also das konnte er quasi schon immer, aber auf der Map findet ihr interessante Schätze. Und mit Schätzen meine ich zum Beispiel Gold oder Silber. Gold oder Silber könnt ihr auch bei diesem Mann erfragen und der sagt euch Folgendes. Ihr habt Schätze im Wert von Gesamt. Und das hier sind 20.500. Tatsächlich ist es nämlich jetzt so, wenn ihr eine Schatzschatulle, ja, eine Schatzschatulle bauen wollt, das seht ihr hier, dann wird die Umgebung so lustig gepunktet. Nein, keine Sorge, das ist kein neuer Ausbruch von Corona und es sind auch nicht die Masern. Selbst, seht ihr, mit Rechtsklick geht's weg. Keine Angst, für alle Leute, die jetzt nicht dachten, oh, krank werden, Maske, nein, keine Sorge, Querdenker sicher. Wenn ihr diesen Mann, Frau, whatever baut, ihr seht, too close to existing cover. Also ihr könnt nicht zwei nebeneinander bauen, aber das habe ich hier getan und ihr seht, das ist der Radius von der ganzen Geschichte. Geht sogar ziemlich weit, da hinten seht ihr die Begrenzungen. Dann hat euer Clan eine Art Schatzkammer. Richtig. Und in dieser Schatzkammer könnt ihr natürlich eure... Jetzt kommt's. Kommt ihr drauf? Schätze lagern. Richtig. Danke. Gott. Gut, dass ihr den einen habt. Diesen einen, ne?
der gerade gesagt hat, ne, Schätze lagern. Alle passt hier nicht auf. Gott, du kriegst eine Eins, der Rest sitzen bleiben. So, könnt auf jeden Fall eure Schätze lagern. Und hat das einen Sinn? Außer, dass es hübsch aussieht, dass irgendwelche Haufen entstehen? Well, ja, das hat es. Im jetzigen Update noch nicht enthalten, aber tatsächlich soll jetzt mit dem Zeitalter des Krieges auch im Part 2 der Roadmap, aber bis jetzt nur angeteasert worden, auch das Purge-Upgrade kommen. Purges werden bearbeitet und das bedeutet, diese Schätze hier, diese Summe bestimmt, welchen Purge ihr bekommt. Ihr könnt anscheinend auch verhindern, dass komplett ein Purge stattfindet. Wie genau das funktioniert, darüber habe ich noch keine Informationen. Aber die Säuberungen werden weiterhin drin sein im Spiel. Aber anscheinend könnt ihr sozusagen die Stärke, beziehungsweise ob es überhaupt stattfindet, hiermit beeinflussen. So ein bisschen wie die Götter, wie heißt das Ding? Ich habe keine Ahnung, weil ich es nie baue. Das Ding, was ihr auf Siebter bauen könnt. Moment, Werkstätte, Spezial, das da. Konvergenzfallen. So ein bisschen wie das. Nur, dass ihr jetzt nicht Konvergenz aufheben oder beschwören könnt. Nein, so ein bisschen mehr Gold. Ihr könnt übrigens auch solche kleinen Statuen finden. Das sind Katzengötzen in dem Fall zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es noch andere Götzen gibt. Bis jetzt habe ich nur Katzengötzen gefunden. Und die zählen für eure Schätze. Seht ihr, das sind 2.500 wert, ist sogar mehr wert als ein ganzer Stapel Gold. Okay, es ist nicht mehr wert. Ich habe jetzt nur den einzelnen Wert gelesen. Auf jeden Fall, es hat an sich 2.500. Ja, es war peinlich, gebe ich zu. Es hat auf jeden Fall 2.500 als Wert, aber es gibt eine kleine Besonderheit. Sagen wir mal, ihr findet so einen Götzen, dann könnt ihr den nicht einfach ins Inventar tun. Nein, ihr müsst den nehmen und tatsächlich bis zu eurer Basis bringen. Ihr könnt nicht sprinten in der Zeit. Seht ihr, sobald ich sprinten drücke? Hört's auf. Ihr könnt auch nicht springen. Hört's nämlich auch auf. Also, wenn ihr eure Basis weiter oben gebaut habt, was ich nie tun würde, dann könnt ihr das vergessen. Nein, dann müsst ihr natürlich den normalen Weg nehmen. Ihr geht dann also zu eurer Basis hin, drückt dann linke Maustaste und im Bereich der Schatzkammer könnt ihr diesen Götzen platzieren. Ich kann jetzt nur unendlich platzieren, das könnt ihr übrigens nicht, weil ich den kreativen Modus an habe. Seht ihr? Weg ist es. So, in dem Fall ganz praktisch. Und wenn ihr jetzt wieder hier hingeht, dann seht ihr, wir haben 3 Katzen-Idols und die bringen 7.500. Bleiben wir mal direkt bei den Katzen. Ein einziges, und es wird noch einen besseren Guide geben, habe ich zum Beispiel hier gefunden. Ich werde im Laufe der Zeit jetzt mal raussuchen, wo es diese ganzen Idols gibt, für diejenigen, die ganz viele Katzen bei sich zu Hause haben möchten. Also einen, ob es jetzt da ist, weiß ich nicht, habe ich hier gefunden, zeige ich mal ganz kurz, und zwar hier. An genau der Stelle, auf der schwarzen Galeere, fand ich mein Katzen-Idol. Es kann sein, dass für euch auch da ist, es kann sein, dass ihr gar keins findet hier. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht, wie hoch die Spawnrate ist, ob es überall spawnt, kann es in jedem Lager spawnen, kann es nur in manchen Lagern spawnen, müssen vielleicht Bosse in diesem Lager vorhanden, ich weiß es noch nicht. Wenn ihr Erfahrungen dazu habt und ihr dieses Video gerade seht, dann tut mir doch einen Gefallen, schreibt eure Erfahrungen mal in die Kommentare. Immerhin ist das Update schon einen ganzen Tag draußen. Na, seht ihr? Da haben wir eine. Und wie ich gerade bereits gezeigt habe, sobald ihr das nehmt, ihr könnt im Creative-Modus fliegen, aber das müsst ihr vorher anmachen, dann klappt's. Wenn ihr jetzt versucht zu fliegen, dann lasst ihr sie einfach fallen. Zu meinem jetzigen Zeitpunkt ist mir übrigens aufgefallen, ihr könnt theoretisch auch, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, ihr könnt euch teleportieren, weil das klingt so gecheatet, aber ihr könnt euch tatsächlich teleportieren. Und zwar mit Katzengötzen in der Hand. Well, und das nicht mal daneben war. Naja, ist nicht schlimm. Für alle, die sich jetzt immer noch wundern, nachdem ich es 5-mal gesagt habe, warum ich fliegen kann. Kreativmodus! Götter, was eine Klasse. Nun ja, es gibt aber auch noch tatsächlich schlechte Nachrichten. Und dazu komme ich jetzt. Neben Clan-Emblemen, die übrigens auch auf Schildern auftauchen können. Hier könnt ihr es ja nochmal ganz kurz, oder? Warte mal, wird das hier angezeigt? Wenn nicht, muss ich mal den Hammer rausholen. Ja, Clan-Emblem, Dreieckschild und episches Clan-Emblem-Schild. Also wie ihr seht, ihr könnt euer eigenes Schild mit eurem coolen Clan-Emblem, das wir bestimmt für teures Echtgeld kaufen können, auch führen. Taugt dieses Schild? Well, das könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Es hat eine Haltbarkeit von 2.500, Schild zerschmettern, Schild, Gesundheitsschaden, Rüstungsdurchstickung und so weiter. Viele von euch haben jetzt schon gesehen, ich habe seltsame Farben im Inventar. Was ist das? Well, ja, fangen wir also mal vielleicht damit an und kommen zu den Gamebreakern, die euer Spiel komplett ruinieren könnten. Das ist kein Clickbait, das ist tatsächlich bitterer Ernst. Und zwar gibt es neue Waffentypen. Ihr seht, wir haben komplett normale Waffen. Beispielsweise hier.
eine ganz normale Waffe, überhaupt nichts Großes drum und dran. Und ihr seht, wir haben auch zum Beispiel goldene, wir haben lilane und wir haben blaue. Ja, well, was heißt das für uns alles? Es gibt ein neues System, das eingeführt wurde. Und zwar, erstmal könnt ihr eure ganz normalen Waffen weiter bauen. Nach einer Zeit könnt ihr allerdings jetzt auch epische Waffen bauen. Es gibt aber nicht nur epische Waffen, sondern es gibt auch legendäre Waffen und einzigartige Waffen. Einzigartige Waffen könnt ihr allerdings nur finden. Ich dachte, ich mach's mal ganz kurz ein bisschen leiser, damit ihr mich besser versteht. Obwohl, technisch gesehen, versteht ihr mich eigentlich immer. Naja. Also gut, lassen wir es so. Das ist übrigens ein Bug, der noch im Spiel vorhanden ist. Es kann sein, dass er bei euch schon gefixt ist. Wenn ihr nämlich sterbt, während ihr diese Sicht für die Ressourcen anhabt, dann passiert das. Ihr hörtet die ganze Zeit dieses so. Bleiben wir aber trotzdem bei den Waffen. Jetzt kommen nämlich die Gamebreaker. Also, ihr könnt zum Beispiel jetzt neue Waffen craften. Das sind jetzt keine prinzipiell neuen Waffen. Ihr seht, das gab es auch schon früher. Hier zum Beispiel die Nemedischen oder hier mal für alle einfach schlicht epische Einheitswaffen wie Sternmetall. Aber diese Waffen, wie gesagt, haben Kategorien und zwar Klassifikationen. Epische Waffen sind zum Beispiel, ja, ich will jetzt nicht sagen Endgame, aber epische Waffen sind sowas wie zum Beispiel Kari-Stahl, gehärteter Stahl, vergifteter Stahl, Star-Metal, also Sternmetall. Ihr seht es ja selber, epische Einhandwaffen, das hat sich nicht groß geändert. Es gibt jetzt auch legendäre, legendäre Waffen, könnt ihr nicht craften, das gab es ja auch schon früher. Nur die Kategorisierung wurde geändert und die Stärke jeder Waffen. Dazu gibt es aber jetzt noch nicht nur craftbare Einhandwaffen, sondern auch einzigartige Waffen. Yes, Unique Weapons. Einzigartige Waffen sind die besten auf ihrem Level vorhandenen Waffen, die es im ganzen Spiel gibt. Sie sind aber nicht zwangsläufig besser als epische Waffen oder legendäre. Das heißt, wenn ihr eine blaue Waffe findet, eine einzigartige Waffe, dann ist das die beste Waffe ihrer Stufe, aber nicht die beste Waffe allgemein. Das ist jetzt... Okay, wie kann ich das anders erklären? Also... Well... Wenn ihr einen einzigartigen Stahldolch findet, dann ist das der beste Stahldolch, den ihr finden könnt. Okay, also ihr könnt keinen anderen in einer Kiste vorhandenen Stahldolch finden, der besser ist. Aber eben nur bei den einzigartigen, okay? Es wird niemals besser als epische oder legendäre sein. Ist ein bisschen kompliziert gemacht. Ist vielleicht auch nicht sonderlich klug durchdacht. Vielleicht wird es nicht mal in irgendeiner Weise aufgenommen. Aber das sind auf jeden Fall jetzt so die Sachen, die ich euch dazu sagen kann. Well, bleiben wir einfach bei Waffen, denn jetzt wird es richtig lustig. Jetzt können wir das nochmal alles nebeneinander haben. Also hier haben wir eine Waffe, hier haben wir eine Waffe und hier haben wir eine Waffe. Ihr seht, wir haben hier 30 zu 17. Das Ding ist eine selbstgecraftete epische, so wie ich das sehe. Das sind nämlich gehärtete Stahldolche. Dann haben wir die hier, die hat 32 zu 18. Das sind perfektionierte gehärtete Stahldolche. In dem Fall besser. Und dann haben wir noch die mit 27 zu 18. Na, kann man getrost weglassen. Und ihr seht, es gibt auch noch richtig krasse legendäre Dolche mit 46 Schaden. Well, well, well. Also die perfektionierten Stahldolche, in dem Fall gehärtete Stahldolche, wären besser als unsere gecrafteten gehärteten Stahldolche. Sind aber nicht zwangsläufig besser als, oder sind eigentlich nie besser als epische. Götter, ist das kompliziert. Lassen wir das einfach. Es gibt verschiedene Klassifizierungen von Waffen. Kommen wir zum nächsten Punkt und der wird grausam. Im Kampf hat sich nämlich einiges geändert. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Q drückt, könnt ihr das Bein anvisieren. Ihr könnt aber auch andere Stellen anvisieren. Okay? Also ihr müsst nicht mehr zwangsläufig euch auf das vordere Bein zum Beispiel fokussieren. Jeder Gegner hat übrigens mehrere Punkte, worauf ihr fokussieren könnt. Ich kann nicht genau voraussagen, wo diese sind, ob es der Kopf immer funktioniert. Also bei manchen funktioniert der Kopf. Ihr könnt aber zum Beispiel jetzt die Beine verschieden anvisieren. Ob euch das im Kampf hilft, das überlasse ich euch. Aber jetzt kommen erst die grausamen Sachen. Und dafür gehe ich mal aus dem Creative-Modus raus, aber ich mache mich mal unsichtbar. So, ihr seht oben links unsere Ausdauer. Wir haben wie immer Ausdauer. Und wir sind eigentlich gar nicht sonst so schlecht für Ausdauer geskillt, aber es geht natürlich noch besser. Wir könnten zum Beispiel komplett auf Stehvermögen gehen. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Stehvermögen und das hier. Das ist eigentlich eine relativ okaye Skillung für Ausdauer. Aber jetzt passt mal auf, wenn ich einen Rechtsklick mache. Ihr seht, die Ausdauer rast nach unten wie sonst was. Und das ist mit Jills Ausdauer. Und das waren jetzt nur 5 schwere Angriffe. Dafür ist unsere Ausdauer wieder voll. Jetzt habt ihr gerade die Änderungen gesehen, die massiv das Spiel zerstören können. Und zwar kommen jetzt einfach mal ein paar Zahlen, die ich euch willkürlich an den Kopf schmeiße. 3, 7, 26, 42, 810, 6, 3, 5. Könnt ihr nichts mit anfangen? Well, ich auch nicht, weil sie haben keine Bedeutung. Aber jetzt kommen Zahlen mit Bedeutung. Die Ausdauerkosten wurden
Ich will nicht sagen verdoppelt, aber sie wurden unglaublich zerstört. Von früheren Ausdauerkosten, die zwischen 3 und 9 pro schwerem Angriff waren, sind sie jetzt zwischen 10 und 40. Das seht ihr ganz besonders, wenn ihr zwei Handwaffen führen möchtet. Beispielsweise, was weiß ich, den hier? Ja, wir wollen jetzt die hier führen. Ups, so. Jetzt guckt mal auf meine Ausdauer. Bam, bam. Dritter Schlag und der fünfte Schlag. Das war's. Aber, ba-ba-ba-bam, Ausdauer wieder voll. Hurra! Also, die Ausdauer regeneriert sich enorm schnell im Vergleich zu früher. Allerdings kostet sie auch in etwa das für so 3- bis 4-, 5-fache, je nachdem, was ihr habt. Das ist nicht so cool, allerdings die Ausdauerregenerationspause wurde von ehemals mehreren Sekunden auf 0,1 Sekunde runtergesetzt. Also zack, und es geht los. Schon beim Schlag geht es quasi los, seht ihr? Und zack, zack, zack. Also die Regenerationszeit für Ausdauer ist drastisch nach unten gesetzt worden und das ist das einzig Positive an der Sache. Also die Stamina Regeneration wurde geändert und zwar von der früheren 3 auf 3,75. Die Consume Regen Pause wurde auf 0,1 gesenkt. Das habt ihr gerade gesehen, es fängt direkt an von früheren 1,5 Sekunden. Dann die Pause nach folgendem Modus und zwar, wenn ihr es etwas übertrieben habt, jetzt seid ihr exhausted, zack. Und früher hattet ihr 1,5 Sekunden, bis ihr warten musstet, bis die Ausdauer anfängt zu regenerieren. Das ist nicht mehr der Fall, sie fängt nach 0,1 Sekunde an. Also, das ist schon mal gut. Jetzt haben wir ein Problem und zwar seht ihr das hier. Wir klicken mal den Drachen an und ihr seht, ja, well, hat sich ja nichts geändert. Well, doch, es hat sich eine ganze Menge geändert. Und zwar haben Drachen weniger Leben. Ja, das klingt ja erstmal ziemlich vorteilhaft, finde ich, oder? Ja, es ist bedingt vorteilhaft. Da habt ihr recht. Und ihr seht, ich habe jetzt nur ein paar Mal draufgeschlagen, aber ich habe richtig Schaden gemacht, vergleichsweise zu früher. Die Leben von, ich will jetzt nicht sagen Drachen, aber die Leben von euren Gegnern wurden geändert. Und zwar halbiert. Ihr macht jetzt deutlich mehr Schaden bei... Da seht ihr, ich kann sogar den Bauch anvisieren. Ist noch alles ein bisschen Arbeit. Also die Leben wurden halbiert und ihr macht massiv mehr Schaden. Tatsächlich, ihr macht jetzt mit schweren Angriffen zwischen 10% und 20% mehr Schaden. Klingt erstmal gut, ist es auch. Das Problem ist, die Gegner wurden stärker gemacht. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz aus dem Gottmodus entfernen, wir haben eigentlich eine ganz passable Rüstung, zumindestens... vergleichsweise. Gehen wir mal ganz kurz in den Geistmodus. Nein, aber wir gehen jetzt mal eben ganz kurz in den Geistmodus. So. Und wir machen Tarn weg. Dann passiert Folgendes. Sollte und die Rote Mutter uns jetzt zufälligerweise erblicken, nachdem wir total versteckt vor ihr stehen. Und müssen wir sie wirklich erst... Aha. Jetzt ist sie sauer. Wenn wir jetzt getroffen werden, verlieren wir massiv mehr Leben. Ausweichen und Blocken ist umso wichtiger geworden. Blockiert, wenn ihr könnt, aber es kann sein, dass auch... Boom, seht ihr? Solche Angriffe durchkommen, aber Schild hoch und euch passiert weniger. Wenn allerdings die Rote Mutter euch zu nahe kommt, weicht aus. So ein Angriff hätte euch jetzt instant gekillt. Früher hättet ihr länger durchgehalten, vor allem wenn ihr eine passable Rüstung hättet mit diesen Werten. 755, kommt ihr der Roten Mutter jetzt allerdings zu nahe oder anderen starken Gegnern, seht ihr, halbe Leben weg, 2 Treffer und ihr seid hinüber. Gehen wir ganz kurz in den Creative-Modus, weil ich noch etwas zeigen möchte. Thralls haben übrigens dasselbe Problem. Thralls treffen zwar immer noch genauso schlecht wie vorher, da hat sich leider nicht viel geändert, allerdings stecken sie auch nicht mehr so viel ein. Nein, tatsächlich. Sie haben unsere geliebte Sonja versucht zu nerven. Ich werde einen Weg finden, dass auch Sonja wieder shiny wird. Haha, ja, wir lassen unsere Sonne natürlich nicht zerstören. Ich denke... Das sind nicht alle Sachen, die eingefügt wurden. Allerdings, ich denke, das sind so die wichtigsten und die game-breakendsten. Eine Sache gibt es allerdings noch, auf die möchte ich hinaus. Also, ihr müsst jetzt besser auf eure Thralls aufpassen, das zusammenfassend. Die Gegner machen mehr Schaden und so weiter. Es gibt allerdings noch eine Sache, die ist nicht schön. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Drachen gerade prügel, sondern was mit der Haltbarkeit der Waffe hier zu tun. Also nach vielem Hin und Her habe ich es dann jetzt endlich geschafft, euch zeigen zu können. Und zwar eure Waffe, wie ihr unten seht, kann an Haltbarkeit verlieren. Zum Beispiel bei dem Dolch Nummer 3. Wenn ihr diese Waffe allerdings repariert, hiermit zum Beispiel, habt ihr eine 10%ige Chance, dass eure Waffe, naja, den hier kriegt. Dauerhaften Schaden. Ihr könnt sie nie wieder auf die alte Stufe zurückreparieren. Was das hier genau mit dem Steinschwert gerade soll, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ihr könnt ab jetzt einen Reparaturschleifstein bauen.
und könnt diesen nutzen, wenn ihr den mit Öl füllt. Und dann werden eure Waffen repariert. Wie gesagt, was das jetzt gerade mit dem Steinschwert soll, weiß ich nicht. Alle anderen, wie ihr seht, haben funktioniert. Jetzt geht das Steinschwert auch. Aha. Okay. Hey, das ist noch buggy as hell. Auf jeden Fall, eure Waffe wird jetzt immer an Haltbarkeit verlieren. Am Schleifstein habt ihr 100% Chance, dass eure Waffe an Haltbarkeit verliert. Mit den anderen Reparaturkits habt ihr 10%ige Chance, dass eure Waffe an Haltbarkeit verliert. Also nutzt den Schleifstein bitte nur, wenn ihr unbedingt müsst. Wirklich. Wenn eure Waffe eure maximale Haltbarkeit komplett auf 0 reduziert hat, beziehungsweise reduziert wurde, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als die Waffe zu zerlegen. Tja, das tut mir leid, aber dem ist so. Das Ganze geht jetzt übrigens schneller und es soll angeblich deutlich mehr bringen als früher. Ihr könnt beispielsweise jetzt hier, nehmen wir mal die, zerlegen und daraus kriegen wir dann... seht ihr, bekommt deutlich mehr als früher. Und das wurde deswegen gemacht, weil eure Waffen eben einfach nicht mehr lange halten. Und dadurch, dass ihr sie jetzt irgendwann zwangsläufig... Oh, die will ich behalten. Irgendwann zwangsläufig zerstören müsst, bekommt ihr einfach sehr viel raus, damit ihr neue craften könnt. Epische sind übrigens, mittlerweile habe ich das eben vergessen zu sagen, das ist Endgame-Loot, den ihr craften könnt. Und die einzigartigen könnt ihr nicht zerlegen. Haben wir das also auch abgeklärt? Kommen wir jetzt also noch zum Abschluss zu einer wichtigen Sache. Well, das war jetzt gerade eine richtige Geburt. Tut mir leid, dass das so ein wenig durch den Wind war, aber ich musste mich selber zum Teil erstmal reinfinden. Also, die Waffen können ab jetzt zerstört werden. Eure Lieblingswaffe ist bald nutzlos. Schade darum. Aber kommen wir jetzt noch also zu einem story-wichtigen Element, was in Zukunft passiert. Für all diejenigen, die sich nicht spoilern möchten, macht bitte jetzt aus, beziehungsweise... Schade eigentlich, dass ich euch das empfehlen muss, aber macht bitte jetzt aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr übrigens bei Patreon reinschauen. Das werde ich den Leuten später auch noch sagen. Das heißt, die werden zweimal genervt, ihr nur einmal. Wenn ihr euch jetzt aber doch ein bisschen spoilern möchtet, dann bleibt dran. Ich habe es eben bereits angekündigt, bei Mekkamosas Turm stimmt was nicht. Der rote Kristall ist weg. Der Strich ist weg am Himmel. Und wir können ja mal prüfen. Wisst ihr was? Ich möchte hiermit laufen. Die sehen einfach cool aus. Ach übrigens, eins noch zu den Waffen. Die Haltbarkeit von legendären und epischen Waffen wurde deutlichst erhöht, wie ihr seht. Also ein Dolch mit 3530 Haltbarkeit, das Ganze bei nur 2,4 Kilo mit 44 zu 18, ist wirklich legendär. Also ihr seht, es hat sich ein bisschen was geändert. Ja, well, die Verteidigung war offenkundig nicht ganz so gut wie gedacht. Es ist hier extrem viel passiert, denn ihr seht, Stygia, irgendwer war da... Und hat offenkundig ordentlich aufgeräumt. Ihr könnt allerdings immer noch Dinge erwerben. Hier zum Beispiel könnt ihr das Messer zum alten Obolus-Preis erwerben. Ihr könnt auch hier weiterhin zum alten Obolus-Preis dieselben erwerben. Und so weiter. Hier hat sich nichts geändert. Hier oben links findet ihr immer noch den Golem-Konstrukteur. Das ist ein Kämpfer. Das ist auch ein Kämpfer oder eine Kämpferin. Die beiden haben für euch ebenfalls immer noch die Kurak-Sachen, die durch den abgetrennten Kopf kriegen könnt, und das hier funktioniert weiterhin. Allerdings wurde das ganze Ding hier geradet und zerstört. Und am besten könnt ihr das sehen, indem ihr mal hier rüber zum Tisch geht und zu unserem aller Bedauern feststellen müsst, hier ist Mekkamosa. Mekkamosas Kopf hat es offenkundig nicht ganz geschafft. Können wir das lernen? Nein. Wenn wir diesen jetzt ansprechen, passiert Folgendes. Greetings, Exile. Ja, wir können jetzt das Emote bei Seth lernen. Wir können nochmal das Akolyt von Seth lernen und wir können reden. Is a small matter for one who commands the obeisance of many other bodies. Hat er noch mehr zu sagen? By and by, I shall bide my time, and by my so potent art, make myself whole again. The loss of a body. Okay, das war's. Also ihr seht, Mekkamosa wurde ein bisschen überrascht bei seinem Ritual und wurde geköpft. Zudem. Die Prinzessin ist weg. Also, sie hat das Ritual wohl nicht ganz überstanden. Oh, oder warte mal. Ihr müsst einfach nur zurück nach Sepamero. In Sepamero kennt ihr ja alle, well, die Taverne mit den interessanten Bannern, die sich durch Wände glitschen können. Und dort findet ihr Conan. Aber das ist nicht, was wir suchen, sondern ihr findet Prinzessin. Das war die Dame, die... eigentlich hätte geopfert werden sollen. Und wenn ihr erfahren möchtet, was mit ihr passiert ist, dann bleibt entweder dran. Oder wenn ihr euch jetzt nicht wirklich viel mehr spoilern wollt, dann macht jetzt aus. My blood, it is royal and apparently coveted for sacrifice. My father is a king and a dog. Through his own embarrassing indiscretions, my father became indebted to the Stygian Totamon. I was traded to settle his accounts
and save his craven scheme. Oh, these sorcerers. They are all alike. May each and every one of them lose their odious heads. I'm well away from my dog king father. I won't go back. For now, I'll follow Conan. If that path leads me to danger, so may it be. It can be no worse than what I have faced. My blood, it is royal. Ja. And apparently covered with sacrifice. Das haben wir jetzt alles gehört. Also, das ist übrigens eine kleine Anspielung, denn in einem der Conan Comics, ich bin mir gerade nicht sicher welcher, trifft er auch auf die Prinzessin eines Königs. Ja, okay, das war doppelt gemoppelt. Er trifft auf die Tochter eines Königs, also eine Prinzessin. Und diese schließt sich ihm an. Das werdet ihr auch auf sehr vielen Conan-Covern ab dann immer sehen. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher welche, aber die Dinger sind voll mit Frauen. Also nehmt euch einfach irgendeinen, passen alle. Ja, ihr habt also gesehen, was passiert ist. Ich habe euch mal gezeigt, was sich geändert hat. Das war ein bisschen länger, als ich es geplant habe. Aber letzten Endes fassen wir es zusammen. Die Haltbarkeit von Waffen hat sich reduziert. Waffen können dauerhaft zerstört werden. Eure Ausdauer hat sich extrem, also euer Ausdauerverbrauch hat sich extremst erhöht. Bis zu 5-6-fach. Das ist absolut krass. Und eure Waffen wurden etwas adjustiert. Das heißt, ihr verbraucht mehr Ausdauer. Ihr regeneriert auch mehr Ausdauer. Was sich noch geändert hat, das habe ich ja eben bereits erwähnt. Schwere Waffen haben zwischen 5-20% mehr Schaden. Also bei Heavy Attacks. Nicht nur schwere Waffen, Heavy Attacks machen mehr Schaden. Und das ist vielleicht noch ziemlich interessant für alle Leute, die das genauso spielen wie ich. Schwere Effekte, also schwere Attacken werden jetzt immer einen Effekt auf den Gegner auslösen. Das können je nach Waffe bluten, Trauma, was weiß ich, Rüstung zerstört und so weiter. Also das kann alles sein. Zum Beispiel wird euer Gladius, also euer vergifteter Gladius, jetzt parallel immer Bluten auslösen. Das ist bombastisch, das macht die Waffe vollkommen OP. Dazu wird es natürlich noch eigene Guides und alles Mögliche geben. Für euch nur wichtig, es kommt einiges auf euch zu. Wir haben jetzt Clan Gold, wir können in Zukunft den Raid beeinflussen. Die Prinzessin hat überlebt, Mekkamosas ist irgendwie ein bisschen kopflos aus der Sache rausgegangen. Das Lager wurde großteils zerstört. Und es gibt keine öffentlichen Sklavenhändler mehr. Wenn ihr einen Sklavenhändler sehen wollt, dann müsst ihr einen neuen Charakter erstellen und oder einfach schlicht und ergreifend in die Wüste gehen, wo ihr am Anfang gespawnt seid. Denn in Zukunft werdet ihr nicht mehr derjenige sein, der aufgehangen wurde und zum Sterben zurückgelassen wurde, hier, sondern ihr werdet derjenige sein, der mit einem Sklaventransporter ankam. Richtig, und der Sklaventransporter wurde ganz offenkundig überfallen. Hier findet ihr euer erstes Fleisch. Hier neben, das habe ich schon aufgesammelt, findet ihr euer Trinken und euren Text, um was es geht. Und hier seht ihr die Sklaventransporter, die versucht haben, aus dem Land der Verbannten zu entfliehen mit ihren Gefangenen, die wir in mühevoller Kleinarbeit reingearbeitet haben. Wurden gekapert, zerstört und was auch immer. Die Stygier sind da, das Zeitalter des Krieges ist angebrochen. Und ihr, meine lieben Freunde, seid hoffentlich dabei, wenn ich und Skarilla im nächsten Kapitel von Conan Ende Juni gemeinsam durch das Land der Verbannten und oder Insel von Siebter streifen und die stygischen Invasoren das Fürchten lernen. Neue Basar-Inhalte, neue Sachen, neue Herausforderungen, ein ganz neues Zeitalter. Ich hoffe, ihr seid dabei, denn wir sehen uns jetzt erstmal in den regulären Videos wieder. Das war's erstmal mit den Updates von mir. Wir sehen uns. Bis dahin, Valadoeris. Euer Wolf.